welcome to Quiplash. We've been expecting you. I had a dream that you were all together. Well, it was actually a nightmare, but let's get started. Remember, anyone who wants to join the audience can do so at any time by logging in with the room code. So, this is round one. You'll get two prompts on your device. Just answer them however you want. Your responses, or quips, will be pitted against someone else's, and everyone will vote on their favorite. You get points based on the percentage of people who like your answer, and a bonus if you get more votes than your opponent. Go! Jetzt hat jeder 90 Sekunden Zeit, um die beiden Sachen, die ihr auf Jackbox.tv mit eurem Einloggen eben habt. Da müsst ihr eben jetzt entscheiden, was ist denn daran gut. Ja. Upsala. Ihr könnt natürlich auf Deutsch antworten. Ja, sonst wird es ein bisschen schwierig. Also du schreibst jetzt, wie gesagt, in den nächsten 25 Sekunden oder hast du ja schon zwei Sachen, die dir zu den Vorschlägen einfallen. Jetzt wird entschieden, der erste Text, der kommt, ist der Name deiner neuen Klempnerfirma. Die Antwort ist Zivile Sprengungen GmbH oder Rohrreiniger. Ihr entscheidet jetzt, welche von den beiden gefällt euch besser. Genau. Keiner weiß, gegen wen antritt und keiner weiß, von wem was ist. Ihr habt halt nur, glaube ich, 10 Sekunden Zeit. Das heißt, nicht zu lange überlegen, sonst gibt es keine Stimme von euch. Wenn jemand alle Stimmen bekommt, gibt es extra Punkte. Wir haben jetzt hier also Drumsticks gegen Lord Phantom. Ich habe schon wieder Drumsticks meine Vote gegeben. Was, du hast hier zu lange. Du brauchst das Delay drin. Wieso? Weil du schon sehr viel früher halt sagst, was die Frage und was die Antwort. Okay, next one. How far is too far? Dann müssen wir vielleicht mal gucken, ob der Delay echt zu groß ist, weil dann müssen wir es lassen. Wie weit ist zu weit? Muss ich zu Fuß oder kann ich das Auto nehmen? Genau einen Schritt weg von meinem PC. Das sind die beiden Antwortmöglichkeiten. Etwa 10 Sekunden Delay habe ich. Bei mir. Würde ich schätzen. Also so weit ist er bei mir nicht, der Delay. Hier geht es übrigens an nicht Heke. Marco Polo und ich haben das von Wing rausgewählt. Also mein Delay ist nicht so groß. Next in line. Which new marshmallow should Lucky Charm Cereal introduce? Welchen neuen Marshmallow sollte Lucky Charm Cereal einführen? Spezierfahrt Mellow, keiner mag Märsche oder Bogey Flavored? Ja, aber nur Sprengungen und dann kannst du halt auch damit klempnern. Da haben wir zum Beispiel alle gewotet. Also es sollte gehen. Vor allen Dingen, ihr seht ja selbst auch die Frage und die Antwortmöglichkeiten auf dem Ding, glaube ich, oder? Haben wir nur die Antwortmöglichkeiten. Hab das schon zu lange nicht mehr gespielt. Coming up next. The worst thing to whisper during pillow talk. Das Schlechteste, was man flüstern kann, während ja, Bettgeflüsters. Ja, man sieht den Text auch da, also sollte eigentlich gehen. Ihr habt halt nur 10 Sekunden Zeit, das heißt nicht zu viel Zeit geben oder lassen. Das ist sonst unpraktisch. Oh, unentschieden. Schade, war zu schlecht der Humor. Heke, du hättest mal für mich wählen können jetzt. And next, the worst things to juggle. Weil ich mich entsinne, hast du das auch nicht für mich? Ja, toll.
Time to vote. Das Schlimmste, mit dem man jonglieren kann, Hundebabys mit verstimmten Mägen oder Seeigel? Da hat Heke recht. Ich habe schon wieder das von Drumsticks gewählt. Ich hasse Drumsticks. Seeigeln geht doch. Kannst du danach noch verwerten als Abendessen. Ist doch gut. Immer gebe ich Drumsticks die Punkte. Ich mag das nicht. The name of the worst baby doll. Der Name der schlimmsten, ja, Baby Doll ist so Puppe halt. Clownesser. Ach, Clownesser oder One-Eyed Puppy. Schwierig. Beide nicht so toll. Ich finde auch keinen gut, deswegen habe ich gar keinen gewählt. Der Clownesser kriegt die Votes. Ja, ich weiß. Leider kann ich dich nicht sperren. Du kannst halt immer mitspielen. Das ist ärgerlich. Ich müsste jeden einzelnen anwispern, nur dich nicht, damit der Room-Code weg ist. Das Schlimmste, was du machen kannst, wenn ein Bär direkt neben dir ist, Game-Throwing oder dein Bruder liegt vor meinem Kamin sagen. Ich hasse es, wenn ich egal wem ich die Punkte gebe. Das ist viel einfacher. Würde ich sagen. Fand ich wieder beide nicht so toll. Meins war super. Du hast keine Ahnung, Heke. Ich verliere, weil du... Oh Mann. Ich hasse dieses Spiel. Wir lassen es sein. Wir hören auf mit dem Stream. Guckt alle beim Gark Limbo. Das ist am einfachsten. Da könnt ihr Fails sehen. Bei mir gibt's sowas nicht. Keine Sorge, dann werden sie wirklich wieder verwickelt. Bob the Builder wäre wahrscheinlich nicht so berühmt, wenn er mir bei Kindern, wenn er Bob the Beauty oder Bob the LKW-Fahrer hieße. Finde ich wieder beide nicht gut. Die fand ich beide nicht so berauschend. Ich habe mich da rausgehalten. Round one is in the books. Let's see ja, the score. Ich bin halt wahrscheinlich sehr weit hinten. Nach der ersten Runde. Punktetechnisch nicht gerade berauschend. Naja. Marco Polo Erster vor Nichtheke und Lord Phantom. Man muss nicht unbedingt kreativ sein. Du musst halt die Antwort schreiben, die du erhoffst, dass sie von den anderen gewählt wird. Feststeht, es gibt doppelte Punktzahl. Neue Props, 90 Sekunden Zeit. Oh, das ist schwer. So, ihr habt noch 50 Sekunden. Noch 45. Ich schreibe jetzt einfach immer in den Chat so alle paar Sekunden mal rein, dass ihr so einen Time-Richtwert habt, dass ihr eben dementsprechend nicht Gefahr läuft, ausgetimt zu werden. Glaube ich, ganz hilfreich. Noch 15 Sekunden. Warum er der letzte ist. Ring, alles klar. Let's start this show. First one. What Wild Bill Hickok named his penis probably. Wie hat Wild Bill Hickok seinen Penis wahrscheinlich genannt? Okay, Wild Hickok oder Wild Bill Little?
Ja, den Timer, den sehe halt auch nur ich, weil ich das Spiel an sich spiele. Da müsstest du den Stream offen haben, um einen Timer zu haben, einen Richtwert. Ich habe schon wieder Drumsticks gewählt, ich fasse es nicht. Hättest du übrigens deinen Little White Bill genannt, hätte ich deinen genommen. Aber so rum fand ich den Wortwitz mit Cock besser. Doch, wunderbar. Welcher da ist? Die größte, hier, wie heißt's? Conspiracy, Verschwörung, von der niemand irgendwie was erwartet. Double SK and Any Remembers SK und Pandas. Da hat jemand auf jeden Fall meine Ranked-Runde von vorgestern gesehen. Donnerstag. Das war nämlich der Fall in meiner Ranked-Runde, wo es zwei SKs gab. Trotzdem habe ich mich für Pandas entschieden. Wieder der Einzige. Der Lord hat gesagt, ich soll ihn voten. Und das habe ich gemacht. Krieg ich was dafür? And next. New show idea, America's next top blank. Neue Showidee. America's next top Trump oder next top President. Geht natürlich jetzt hier relativ in die gleiche Richtung. Hast du nicht? Toll, hätte ich das gewusst. Trump ist ausgerutscht. Ja, ist schwierig. Ich finde auch beide nicht gut. Geht zu sehr in dieselbe Richtung. Entschuldigt. Unentschieden zwischen Trump und Präsident. Hosen wären sehr viel besser, wenn sie auf dem Kopf getragen werden würden oder wenn sie für einen laufen würden. Eure Meinungen sind hier gefragt. Ihr habt noch ein paar Sekunden Zeit, auch wenn ihr das, wenn ihr es hört, schon keine Zeit mehr hattet. Immer schwierig. Delay und so. Unmöglich. Ach man, ich mag das Spiel nicht. Next in line. The years 2011 Warum? Ist doch keine Lust mehr zu spielen. Die Jahre 2011 bis 2020 werden in Erinnerung bleiben als das Krian-Zeitalter oder der Killer-Zeitalter. Oder das Killer-Zeitalter. Warum wirst du mir dann wohl doch zuschauen müssen? Was ist denn los, Garg? Fand ich beide nicht gut. Jawohl, ich habe nicht Drumsticks gewählt. Aha. Und er wird Quiplash. War eigentlich kein Quiplash, dann zwei Stimmen gefehlt. Ich verstehe das nicht. What a unicorn's butt smells like. Wie riecht eigentlich der Arsch von einem Einhorn? Kartoffeln mit Pfannkuchen oder eine noch nicht verdaute Nyan-Katze? Das ist den fand ich gut, Heke. Den fand ich gut. Hat meiner Meinung nach verdient gewonnen. Next one. The most presidential name you can think of. That isn't already the name of a president. Der meist präsidentiale Name, den du einfallen lassen kannst, abgesehen natürlich von einem, der schon Präsident ist. Leader McUniverse oder President Superstar McHammergeil. Schade, dass es laggt. Hast du vielleicht mal die Bitrate runtergestellt? Wie viele Power mit Your Mother Fans? Yay! Mit einem geklauten Gag krieg ich's. Richtig, Ringuni. Ein geklauter Gag zieht durch.
Gut, das funktioniert aktuell nicht mehr mit den Musikwünschen, ist abgestellt, aber. Why does the Tower of Pisa lean? Warum lehnt sich das Ding an? Turm müde, Turm schlafen. Ian ist dagegen gerannt. Kreieren, das habe ich doch noch einmal für dich gewonnen. Wie konntest du nur? Da war ich jetzt kurz zu langsam. Ich fand ihn gut, auch wenn er alt ist. Es stimmt halt nicht. Wenn ich dagegen gerannt wäre, wäre er komplett umgefallen und nicht angelehnt. Oder hätte sich nicht geneigt. Das ist ein klarer Unterschied. Aus dem Grund konnte ich da leider keine Punkte geben. Tut mir leid, Jankos. So, neue Punkte nach Runde 2. Hat sich viel getan. Oha, Drumsticks haut ab. Viel Luft schon zum zweiten. Welcome to the last lap. So, letzte Runde. Final round. Stakes are tripled. There's just one prompt and you're all getting it. So, wichtig ist, alle haben denselben Text und alle geben die Antworten drauf. An inventive way to get rid of head lice. So, jetzt muss jeder eine Antwort auf diese Aussage tätigen. Ein Vorschlag. Was ist Head Lice? Nehmen wir mal an, Kopfläuse, oder? Nein, mir gefällt meins nicht. Wichtig ist hier, dass ihr alle 3 Votes habt. Außer Zuschauer. Ich glaube, es sind eh keine Zuschauer dabei, von daher ist das irrelevant. Also das, was ich habe, muss mindestens ein Vote. Okay, in also. You get to award 3 votes. You can give them all to one answer or spread them out. Fertig? Ja. Also ein Bild von Heke, ja, und zwar in Unterwäsche. Den Kopf in die Klospülung halten und drücken. Kopfhauttransplantation. Ameisen fressen Läuse, habe ich gehört. Eine Mischung aus Urin und Pferdesperma. Guillotine oder rasieren. Alles. Bisschen zu spät, Ring. Aber ich habe auch selbst zu lange nachdenken müssen für meinen schlechten Gag und deswegen, naja. Konnte ich leider keinen Verweis drauf geben, wie viel Zeit noch ist. Tut mir leid. So. Eine Mischung aus Urin und Pferdesperma bekam von Marco Polo eine Stimme. Das sind 5%, das heißt 150 Punkte. Was ist denn von dir, Heke? Unterwäsche. Echt? Ich hab richtig geraten. Gut. Rasieren alles kriegt auch 5%. Die Guillotine von Lord Phantom kriegt eine Stimme von Heke, das sind ebenfalls 5%. Jankos und Lord Phantom geben jeweils eine Stimme für Heke, das sind 300 Punkte, weil wir dreifaches Punkte-Ding spielen in der dritten Runde. Kopfhauttransplantation kriegt von mir eine Stimme, eine von Lord Phantom und eine von Marco Polo. 14%. Krieg ich echt 0 Punkte, das wäre assi. Yay, Punkte! Logan, Drumsticks, Jankos, Marco Polo. Immerhin. Und gewonnen hat Ameisen fressen Läuse, habe ich gehört. Der war gut, Marco Polo. 2 von Hellogan, 2 von Heke, 2 von mir, 1 von Drumsticks, Jankos und Lord Phantom. Ordentlich abgecashed hinten raus. 43% sind einfach mal 1300 Punkte grob geschätzt. Ich habe nicht drauf geachtet. Aber ich glaube, Drumsticks hat trotzdem gewonnen. Er war uneinholbar. Marco Polo springt noch auf 2, Hellogan auf 3 und Heke, du bist runtergefallen. Halt, die Frage. Du bist vom Treppchen runtergefallen. Beste Antwort war Krian von Drumsticks. Toll.